kleines Stück Italien mitten in Regensburg und das seit 4 Jahrzehnten. Am vergangenen Freitag hat das Ristorante La Gondola sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Seit 4 Jahren führt es der Italiener Antonio Puglisi. Er ist seit 30 Jahren in Deutschland und hat sich mit dem La Gondola einen Lebenstraum verwirklicht. Ich muss ganz ehrlich bestehen, ich wollte gar Gastronom werden, ich wollte Fußballer werden. Meine Mutter ist schuld, dass es nicht geworden ist, leider, weil ich hätte die Chancen. Dann wollte ich ein Kfz-Mechaniker werden. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen, als Urlaub, und mein Onkel hat ein Restaurant damals. Und ich habe einen Ober kennengelernt. Und ich habe gesehen, wie er seinen Job gemacht hat und wie die Leute ihn geliebt haben. Und habe gesagt, das will ich auch irgendwann. Ja, und dann bin ich in die Gastronomiewelt reingekommen mit 12. Ja, dann bin ich halt geblieben und dann habe ich gesagt, irgendwann will ich mein eigener Chef sein, ja. Doch ohne seine 20 Mitarbeiter und vor allem seine Mutter hätte Antonio Puglisi sein La Gondola die vergangenen Jahre nicht so erfolgreich führen können. Danke meiner Mama habe ich das La Gondola übernehmen dürfen. Und sie ist immer noch da, nur ein paar Stunden am Tag. Und sie unterstützt mich immer noch. Dankeschön an ihr, dass sie das noch macht. Einen großen Anteil daran, dass Antonio Puglisi überhaupt zum La Gondola kam, hat aber auch die Brauerei Erl aus Geiselhöring. Die Familie Meierhofer, die sind ja die Eigentümer des Objekts. Der hat der Herr Meierhofer, nachdem er das Objekt längere Jahre selber geführt hat, einen Nachfolger gesucht, einen Pächter, und hat uns als Brauerei mit angeschrieben, ob wir einen idealen Partner hätten für sein Objekt. Und dann habe ich ihm die Familie Puglisi empfohlen. Die haben ja damals das Lokal zum kleinen Italiener gehabt in der Isarstraße. Und dann habe ich die zwei. Da habe ich die zwei Familien praktisch bekannt gemacht und die haben sich dann arrangiert. Und der Eigentümer ist froh über diese Entscheidung. Der Puglisi arbeitet super gut. Also kann man nichts anderes sagen. Er ist dermaßen engagiert und rührig und er hat immer neue Ideen, ihm fällt immer was ein. Und die Zusammenarbeit mit ihm ist einfach einwandfrei. Also kann man gar nichts sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn er weitermacht, weiterhin viele, viele Jahre. Und da wünsche ich ihm auch alles Gute und viel Erfolg. Er macht es einfach prima. Den nächsten Jahren von Antonio Puglisi und seinem kleinen Stück Italien in Regensburg steht also somit nichts im Weg.